willkommen hier zu unserem Part Nummer 2 aus der Videoserie Was kostet ein E30? Ich hoffe für euch, dass ihr den ersten Teil bereits angeguckt habt. Das heißt, dann wisst ihr genau, worum es hier geht. Und zwar ganz grob, es geht hier um die Unterhaltskosten vom E30 und welches Modell möglicherweise für einen Fahranfänger am besten geeignet ist. Und natürlich machen wir das Ganze hier sehr umfassend, sodass ihr alle Punkte, wie ihr sie hier nochmal aufgelistet seht, auch wirklich behandelt bekommt. So, und wir befinden uns hier quasi im Bereich Verbrauch und wir steigen quasi direkt mit dem nächsten Punkt ein. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass das Thema Spritverbrauch ein sehr kontroverses Thema ist. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Informationen, es gibt Forenbeiträge, es gibt die BMW-Werksangaben, es gibt ganz, ganz viele Meinungen zu dem Thema, aber nichtsdestotrotz, denke ich, sind wir uns einig, dass die Werksangaben von BMW und natürlich auch aller anderen Autohersteller im Prinzip unrealistisch sind. Und somit nützt es uns hier nichts, wenn wir irgendwelche Fantasiewerte benutzen, sondern wir versuchen uns hier mit den Informationen, die ich hier zusammengetragen habe, Realverbräuche aufs Tableau zu bringen. Natürlich kann man die Sachen immer anders sehen, man kann sie kritisieren und hinterfragen, aber nichtsdestotrotz versuche ich hier einen realistischen Wert euch beizubringen bzw. euch hier zu präsentieren und ich denke, damit kommt ihr ganz gut hin. Natürlich auch aufgrund meiner Erfahrung weiß ich, worauf es ankommt und was im Prinzip Wunschdenken ist oder was einfach realistisch ist. Und wenn es hier so Punkte gibt, die so ein bisschen unklar sind, versuche ich auch im Einzelnen auf meine Entscheidung dieser Präsentation hier einzugehen. Bevor wir jetzt hier zum Ranking kommen, das heißt der geringste Benzinverbrauch, werft hier mal einen Blick auf meine Berechnungsgrundlage. Und zwar, ihr wisst ja, wir wollen rausbekommen, welches Modell ist am günstigsten. Das heißt, welches Modell verbraucht den wenigsten Sprit. Und das nicht abstrakt, sondern wir wollen die ganze Geschichte später auf quasi Fixkosten umrechnen. Und dazu müssen wir natürlich auch schauen, wie viel verbrauchen wir an Sprit im Jahr. Weil natürlich ist es auch wichtig, wie viele Kilometer ich fahre. Und ihr könnt euch vorstellen, je mehr Kilometer ich im Jahr zurücklege, umso wichtiger ist es, dass unser Auto weniger verbraucht. Aber ich habe hier eine Berechnungsgrundlage von 10.000 Kilometer im Jahr und rechne hier mit einem momentanen Benzinpreis von 1,45 Euro pro Liter super und mit einem Dieselpreis von 1,28 Euro. Das entspricht jetzt dem Stand hier in Deutschland, Mai 2018. Und ich denke, eventuell bleiben die Preise noch so ein bisschen stabil, aber man weiß es halt nicht. Die andere Geschichte ist hier, ihr seht es hier unten, Automatikzuschlag. Das heißt, solltet ihr ein Automatikfahrzeug haben, müsst ihr quasi auf jeden dieser Benzinpreise oder dieser Verbrauchswerte einfach nochmal 0,5 Liter pro 100 Kilometer dazurechnen. Das ist nicht schön, aber es ist in der Realität leider so, dass mit Automatikgetriebe aufgrund der Reibungsverluste, auch des höheren Gewichtes, einfach ein Mehrverbrauch da ist. Und ihr lügt euch was in die Tasche, wenn ihr glaubt, ihr würdet mit einem Automatikgetriebe das gleiche verbrauchen. Ja, dann starten wir mal mit unserem Ranking und ihr seht hier auf Platz 1, wie viele vielleicht erwartet haben, den 324D, den einzigen Diesel, den ich hier auf der Liste habe. Und ja, ich weiß, es gibt noch den Turbodiesel, aber im Prinzip vom Verbrauch, was ich so recherchieren konnte, tun sich die beiden nichts und so haben wir hier einfach nur den 324D im Angebot, der ohnehin nicht so die Riesenrolle spielt hier beim E30, aber der verbraucht tatsächlich im Schnitt nur 7,5 Liter, also das sind so die realistischen Werte, die ich gefunden habe und die ich glaube auch, dass die realistisch sind. Das bedeutet also, mit dem Auto solltet ihr 10.000 Kilometer pro Jahr fahren, müsst ihr für das Ganze 960 Euro im Jahr ausgeben. Das entspricht monatlichen Kosten in Höhe von 80 Euro. Und in den Klammern hier, nur mal als Beispiel, seht ihr, wenn ihr dieses Fahrzeug mit einem Automatikgetriebe habt, müsst ihr zu diesen 960 Euro im Jahr noch 61 Euro draufrechnen. Und umgerechnet auf den Monat habt ihr eben nicht 80 Euro Spritkosten im Monat, sondern ihr habt dann 85,40 Euro, also 5,40 Euro draufrechnen. Die spannende Frage ist natürlich hier, ob hier unser Zweitplatzierter, der BMW 316i mit M40-Triebwerk, im Prinzip in der Gesamtabrechnung unseren Diesel schlagen kann oder nicht. Weil ihr wisst ja, der 324D, der hat ein extremes Steuerproblem. Das heißt, für den Diesel müsst ihr einen enorm hohen Steuersatz aufbringen aufgrund der Gesetzeslage, aber auf der anderen Seite habt ihr natürlich den sehr geringen Dieselpreis, also hier im Moment 1,28 und ihr seht hier schon die Differenz zwischen den einzelnen Jahreskosten ist erheblich, aber ihr müsst halt auch berechnen, dass ihr diesen hohen Steuersatz habt
Und am Ende dieses ganzen Vergleichs könnt ihr euch dann nochmal explizit angucken, ob es sich immer noch lohnt, einen Diesel zu kaufen oder ob ihr vielleicht doch einen sparsamen Benziner kaufen solltet. Ja, erwartbar war natürlich auch, dass der 316i, der kleinste Vierzylinder mit 1,6 Liter Hubraum hier, auch günstige Verbrauchswerte hat. Er hat im Durchschnitt 8,5 Liter, also ist ein durchaus sehr wirtschaftlicher Wagen, der wirklich einen sehr, sehr moderaten Verbrauch hat. Also wir haben hier 1233 Euro im Jahr, entspricht 102,75 Euro im Monat. Ja, im nächsten Bereich, also ich habe hier leider einen kleinen Fehler eingebaut, und zwar natürlich sind wir hier bei Platz Nummer 3 und nicht zweimal die 2, das ist ein Tippfehler, und zwar der 316i mit dem M10-Motor und der 318i mit dem M10-Motor bzw. 318i mit M40-Motor liegen bei 9 Litern durchschnittlich. Kurze Erklärung, der 316i M10 und der 318i M10, das sind Vergasermodelle, das heißt, das sind die älteren Vierzylindermodelle. Auf die Feinheiten kommen wir später zu sprechen, aber der Vergaser verbraucht in der Regel etwas mehr Sprit. Was natürlich auch noch dazu kommen kann, ist, dass die M10-Modelle vielleicht keinen Cut haben. Das kann auch die Steuerberechnung nochmal etwas, ich sag mal, verschlimmern, aber viele dieser Modelle haben bereits einen Euro 1 oder auch einige von denen laufen natürlich mit einer H-Zulassung durch die Gegend. Aber im Prinzip haben wir hier 9 Liter Durchschnittsverbrauch. Ja, hier unser sportlicher 318iS mit M42 Triebwerk, also mit 136 PS, ist hier auf Platz 4 gelandet, gemeinsam mit dem 323i mit M20 Motor. Und hier haben wir das erste Mal quasi einen Sechszylinder. Und zwar der 323i, der ist wirklich ein Triebwerk, was sehr, sehr ausgewogen ist. Und in der Regel erreicht man damit sogar geringere Verbräuche als mit dem 320i, was für viele eine Überraschung ist. Also wir sind hier im Prinzip bei einem Durchschnittsverbrauch von 10,5 Litern. Ich denke, das ist ein guter Wert und ich habe hier quasi den 318iS, den Vierzylinder und den 323i mit dem M20 Sechszylindermotor quasi auf den vierten Platz gesetzt und wir kommen hier auf Jahreskosten von 1523 Euro und einen Monatspreis von 126,92. Ja, Platz 5 ist der 320i, also der kleine 2 Liter Sechszylinder, gemeinsam mit dem 325e, also dem ETA. Da werden sicherlich auch wiederum Diskussionen aufkommen. Man sagt dem 320i nach, dass er ein nicht allzu effizienter Sechszylindermotor ist. Viele sagen sogar, der würde etwas mehr verbrauchen als der 325i. Das halte ich allerdings für etwas fragwürdig. Deswegen habe ich auch den 325i dahinter gesetzt. Also kurze Erklärung, der 320i ist ein kleiner Sechszylinder, der relativ hoch drehen muss, aber meiner Meinung nach kann man den auch sehr, sehr gut fahren. Also als Beispiel, ich hatte einen 320i Cabrio und habe den im Durchschnitt mit 9,8 bewegt. Natürlich ist jetzt meine Fahrweise nicht immer ein Indiz dafür, was normal ist und zusammen mit den anderen Informationen, die ich aus den Foren und aus den Werksangaben und so weiter habe, bin ich durchaus auf einen Durchschnittsverbrauch von 11 Liter gekommen und ich denke, das ist bei einem Mixed-Betrieb durchaus realistisch. Der 325 ETA ist deswegen auch wirklich noch relativ sparsam, insbesondere im Anbetracht der Hubraumgröße von 2,0 Litern Hubraum. Das ist aber der Tatsache geschuldet, dass das Teil einfach sehr, sehr geringe Drehzahlen hat und sehr, sehr viel Drehmoment hat und allgemein auch nicht hoch gedreht wird. Also ihr könnt den ETA durchaus mit 11 Liter im Durchschnitt bewegen. Kommen wir nun zum 325i und wie schon angekündigt, ich siedel den 325i im Schnitt bei 11,5 Litern an. Ich denke, das ist für einen 170 oder 171 PS Sechszylinder wirklich ein guter Wert, auch heutzutage noch. Und es gibt halt viele Leute, die den wirklich auch weniger fahren. Und es gibt natürlich auch Leute, die den sparsamer fahren als einen 320i, aber nichtsdestotrotz, ihr müsst auch mal die Nutzung dieses Fahrzeugs sehen. Der 325i hat einfach mehr Power, er verleitet auch zum Mehrfahren und ich denke auch das mögliche Fahrprofil dieses Fahrzeugs aufgrund der Motorcharakteristik verleitet einfach von Natur aus, einfach das Ding ein bisschen mehr auszureizen. Und deswegen meine Begründung dafür, dass ich den hier auf Platz 6 gesetzt habe mit 11,5 Litern. Aber ich sage mal ganz ehrlich, 11,5 Liter für dieses Fahrzeug ist immer noch völlig in Ordnung und ich bezweifle mal ganz stark, dass sie heute ein modernes Auto findet, was hier weniger oder großartig weniger verbraucht als der alte 325i. Für alle, die sich jetzt fragen, warum hier unser letzter Platz hier der 325iX ist, sei gesagt, der 325iX hat zwar den gleichen Motor wie der 325i, aber er hat eben das Problem des Allradantriebs und
Ihr könnt euch vorstellen, wenn alle vier Räder angetrieben werden und nicht nur zwei, dann habt ihr einfach erstmal mehr Gewicht und ihr habt mehr Reibungsverluste. Und deswegen ist hier zu erwarten, dass der iX einfach etwas mehr Sprit verbraucht. Nicht viel, aber immerhin sind es 12 Liter und das bringt den iX hier immerhin auf einen Jahresverbrauch von 1740 Euro. So, wenn ihr jetzt mal einen Gesamteindruck bekommt der ganzen Geschichte, seht ihr schon hier, dass hier unser Modell 316i, also das vermutete Einsteigermodell, hier wirklich mit 1233 Euro im Jahr, und wenn ihr den mal in Verhältnis setzt, selbst hier mit dem 325i, dann sind das schon um die 500 Euro Unterschied, was ihr quasi in einem Jahr an Sprit mehr verbraucht, wenn ihr einen der dicken Sechszylinder fahrt. Aber wie gesagt, Spritverbrauch ist nicht alles und wir gucken uns natürlich jetzt auch nochmal die anderen Geschichten an. Ein kurzer Nachtrag noch zum Thema Cabrio. Ihr habt euch sicherlich gefragt, was ist eigentlich mit den Cabrios? Verbrauchen die möglicherweise mehr Sprit oder weniger Sprit? Ihr wisst ja, ein Cabrio ist im Prinzip schwerer als die vergleichbare Limousine, Zwei- oder Viertürer, aber das Cabrio ist aufgrund seiner Konstruktion eher so, dass man damit potenziell eher ruhig fährt oder cruist und einfach weniger Stress hat und auch weniger Stress produziert. Das führt in der Regel dazu, dass ihr so ein Cabrio schon ungefähr 1 Liter unter dem Durchschnittsverbrauch, den ich euch hier zeige, fahren könnt. Also das ist nicht das Problem. Also wenn ihr so ein Cabrio benutzt, wofür es eigentlich da ist, dann habt ihr durchaus vielleicht um die 1 Liter weniger Spritverbrauch. Aber wie gesagt, von der Motorkonstruktion ist es genau das Gleiche. Eine kurze Anmerkung noch hier zum Thema Touring. Ihr habt sicherlich bemerkt, dass ihr hier keine Touring-Modelle findet auf meinem Tableau. Das liegt einfach daran, dass es hier im Prinzip keine wirklich signifikanten Unterschiede gibt zwischen den normalen Modellen. Also der Touring hat im Prinzip natürlich ein etwas anderes Nutzungsverhalten, aber ob das Ding jetzt nun mehr oder weniger Sprit verbraucht, das lässt sich meines Erachtens nicht wirklich feststellen. Wenn ihr natürlich andere Erfahrungen habt, könnt ihr gerne was dazu schreiben, aber wie gesagt, hier bei uns spielt der Touring erstmal jetzt hier keine einzelne Rolle. Kommen wir nun zum nächsten Punkt, die Haltbarkeit. Auch wenn diese Geschichte natürlich nichts direkt mit der Anschaffung des Fahrzeugs zu tun hat und auch nicht so einfach zu greifen ist, trotzdem, kauft ihr euch ein Auto, ist natürlich auch wichtig. Nicht nur, dass das Teil wenig Sprit verbraucht und billig im Unterhalt ist, sondern natürlich ist es auch wichtig, dass das Ding lange hält, insbesondere der Motor. Und da gibt es durchaus Unterschiede und auch da lohnt es sich, einen Blick drauf zu werfen, zumindest wenn ihr langfristig plant und das Auto nicht nur für 2 oder 3 Jahre haben möchtet. Die Haltbarkeitsskala, die ich euch hier präsentiere, also hier die Ranking-Skala, bezieht sich hauptsächlich auf meine Einschätzung. Natürlich nicht ausschließlich, aber letzten Endes gibt es halt unterschiedliche Kriterien. Ich gehe davon aus, wenn ihr einen Motor wirklich nicht verheizt und wenn der Vorbesitzer das Fahrzeug nicht kaputt gefahren hat oder wie auch immer, ganz, ganz grob fahrlässig, das sind hier im Prinzip die zu erwartenden Laufleistungen bei guter Pflege. Das kann auch im Einzelfall mehr sein, mal etwas weniger sein. Und es heißt natürlich auch nicht, wenn ihr diese Laufleistungen erreicht habt, dass der Motor deswegen kaputt geht. Ihr könnt dann oft den Motor überholen oder vielleicht nur einzelne Teile austauschen. Es gibt im Prinzip Teile, die zuerst verschleißen, wie zum Beispiel die Ventilschaftdichtung oder vielleicht die Nockenwellen. Das heißt noch lange nicht, dass deswegen der Motor platt ist, aber grundsätzlich ist die Tendenz zu erkennen, dass hier die großvolumigen Sechszylindermotoren naturgemäß länger halten, insbesondere hier der 325e auf Rang 1, der viel Hubraum hat, also 2,7 Liter Hubraum, gleichzeitig ein sehr geringes Drehzahlniveau, was eben einfach dazu führt, dass der Motor nicht so hoch belastet wird. Hohe Drehzahlen, mehr Verschleiß, niedrige Drehzahlen, weniger Verschleiß. Also die Logik sagt hier, 325e ETA hat hier theoretisch die höchste Laufleistung. Ich denke, auch in der Praxis ist das durchaus machbar. Der 324D als Saugdiesel hat theoretisch auch eine sehr, sehr hohe Laufleistung. Naturgemäß sind die Saugdiesel sehr, sehr haltbar. Aber ich habe mir hier sagen lassen, dass auch der Turbodiesel durchaus da nicht hinterher steht. Und der 324D hat halt, wie gesagt, sehr wenig Motorleistung, also etwas mehr als über 80 PS. Ist dementsprechend auch lahmarschig. Der Turbodiesel deutlich besser, aber auch die Turbodiesel sind sehr, sehr robust und halten lange. Die 325i, iX und so weiter Modelle sind genauso wie der 323i sehr solide, der 320i auch. Also ich rede hier nicht davon, dass ihr diese Motoren vielleicht überhitzt habt oder nicht warm gefahren habt und so weiter, sondern ich rede von ganz normalen Motoren, die weit über die 300.000 erreichen und hier potenziell Hubraum geht hier vor weniger Hubraum. Und hier seht ihr diese Staffelung der Sechszylinder-Modelle, die ich hier rein logisch angeordnet habe.
Die 316, 318 Modelle sind natürlich etwas darunter, zumindest in der Theorie, weil eben die Vierzylinder-Modelle mit wenig Hubraum hier auch theoretisch die geringere Haltbarkeit haben und natürlich auch in der Praxis. Ja, aber trotzdem erreichen auch die 316i-Modelle hier Laufleistungen weit über 300.000 Kilometer ohne größere Probleme. Wobei man hier sagt, dass die alten M10-Vergasermodelle hier die robusteren Konstruktionen sind. Einige sagen sogar, dass der M10 unzerstörbar wäre. Ob das so ist, weiß ich jetzt nicht im Detail, aber letzten Endes hat dieser Motor einfach den wesentlich besseren Ruf als zum Beispiel der übliche M40-Motor, den ihr häufig findet und was im Prinzip so die Einstiegsklasse ist. Der 318 IS M42-Motor ist auch grundsätzlich ein sehr haltbarer Motor, aber ihr habt hier die Einschränkung, dass halt viele Modelle auch einfach sehr, sehr stark getreten wurden, weil ihr habt eben hier den 136 PS Vierzylinder mit Steuerkette und der wird auch relativ hart rangenommen und ihr habt auch grundsätzlich wenig Auswahl. Aber grundsätzlich ist das ein sehr, sehr robuster Motor und hier realistische Laufleistung 300, 340.000, das ist wie gesagt nur ein ungefährer Richtwert. Auf den letzten Platz habe ich hier den 316-318i M40. Diese Motoren sind dafür bekannt, dass sie als erstes Nockenwellenprobleme bekommen. Das heißt, die Nockenwellen laufen ein, was einfach dazu führt, dass die Teile anfangen zu klappern. Das bedeutet allerdings noch lange nicht, dass hier die Fahnenstange des Motors erreicht ist, sondern einfach, ihr verliert eventuell etwas Leistung und die Dinger klappern einfach im kalten Zustand furchtbar. Aber ihr könnt im Prinzip die Teile auswechseln und die Kosten sind auch relativ überschaubar. Also Laufleistung selbst des kleinen 316i M40 ist hier weit über 300.000 und eigentlich sollte man so Teil nicht unter 300.000 kaputt fahren. Und es gibt auch welche, die haben auch jenseits der 350 erreicht und 350.000 der 318 ebenso. Und im Prinzip sind hier keine signifikanten Unterschiede zwischen dem hubraumschwachen 316 und 318i zu erkennen. Somit kann man eigentlich aus meiner Sicht trotz einiger Nachteile durchaus zum M40 greifen. Auch der nächste Punkt, die Wertstabilität hier unter Nummer 6 gefasst, hat natürlich auch keinen direkten Einfluss auf den Kauf eures Fahrzeugs. Aber trotzdem bedeutet es natürlich, wenn ihr ein wertstabiles Fahrzeug habt, dass ihr theoretisch später etwas mehr Geld dafür bekommt, wenn ihr es verkaufen solltet. Und natürlich habt ihr insgesamt ein Fahrzeug, wo ihr davon ausgehen könnt, dass es sehr, sehr haltbar ist. Natürlich sind alle E30-Modelle haltbar und auch gut und auch wertstabil, aber es gibt natürlich auch innerhalb dieser Modellvielfalt Unterschiede und genau die werde ich euch jetzt mal erläutern. Am besten schauen wir uns jetzt mal hier unser Ranking an, um die ganze Sache etwas näher zu erläutern. Auf Platz 1 ist hier für mich relativ klar das 325i Cabrio und zwar in der Vorfacelift Version, das heißt mit Chromstoßstangen. Das liegt für mich einfach daran, dass Cabrios einmal grundsätzlich ein hohes Wertsteigerungspotenzial haben und zweitens ist es so, dass der 325i natürlich das Top-Cabrio ist und insbesondere das VFL-Cabrio mit den schönen Chromstoßstangen ist natürlich ein optischer Genuss und auch sehr, sehr beliebt und viele Leute wollen einfach so ein Teil haben. Weil nach wie vor ist es so und ist meine feste Meinung, dass das E30 Cabrio das schönste Cabrio ist, was ihr überhaupt kaufen könnt. Und meiner Meinung nach gibt es da auch nicht wirklich etwas Vergleichbares, weil die meisten anderen neuen Cabrios einfach nur noch scheiße aussehen. Die haben extrem hohe Türen. Ich weiß nicht, was die sich dabei denken. Wenn man von der Seite auf das Auto guckt, guckt da meistens nur noch der Kopf des Fahrers raus und ihr seht nichts mehr. Und ich weiß nicht auch, was diese hohen Hintern sollen. Also diese elegante Linie ist einfach nicht mehr da. Aber letzten Endes habt ihr das auch schon bei den Anschaffungskosten gesehen. 325 Cabrio ist hier extrem hochpreisig. Auf Rang 2 haben wir den 323i. Ja, das ist ein etwas kleinerer Motor. Er ist aber trotzdem sehr, sehr hochpreisig. Das liegt aber bei dem Modell hauptsächlich daran, dass neben der Tatsache, dass der Motor sehr, sehr gut ist, auch sehr, sehr stark ist, relativ viel Hubraum hat, ist der andere Punkt die Seltenheit. Auch wenn ich hier leider keine vernünftigen Zahlen gefunden habe, weil das ist wirklich bei dem Modell sehr, sehr schwierig, muss man davon ausgehen, dass hier in Deutschland möglicherweise weniger als 100 dieser Fahrzeuge zugelassen sind. Möglicherweise sind es sogar noch weniger. Und das macht sich auch im Markt bemerkbar. Das heißt, wenn ihr euch mal auf den Börsen umschaut, ein 323i, der ist wirklich sehr schwer zu bekommen. Und auch die Tatsache, dass die meisten, oder soweit ich weiß, die meisten Modelle davon keinen Cut besitzen und dementsprechend auch sehr effizient sind, theoretisch sogar weniger Sprit verbrauchen als einer mit Cut oder mit Euro 1 oder was auch immer,
ist es einfach so, dass die Teile einfach viel Geld kosten. Und das ist ein sehr, sehr schönes Auto. Ich habe den selber, ihr wisst das, und ich bin eigentlich sehr, sehr froh, dass ich damals mehr oder weniger durch Zufall so ein Auto bekommen habe. Ja, auf Platz 3 liegt hier das 320i Cabrio. Ihr wisst ja, kleiner 2-Liter-Sechszylinder, aber trotzdem, der 2-Liter-Sechszylinder ist ein sehr, sehr schöner Motor zum Cruisen und gerade im Cabrio ist das völlig ausreichend. Und das 320i Cabrio wird auch sehr hoch gehandelt und Wertsteigerung sowieso eigentlich garantiert bei allen Cabrios und Sechszylinder sowieso. Ja, auf Platz 4 haben wir den 325i und ich habe ihn ja auch zusammen mit dem 325 ETA gruppiert. Habe ich schon was dazu gesagt beim Thema Anschaffung? Das ist einfach das Topmodell und der ETA ist einfach sehr, sehr selten, hat sehr, sehr viel Hubraum und ist sehr, sehr haltbar. Also diese Modelle haben auch einfach ein hohes Wertsteigerungspotenzial. Wenn ihr die im Originalzustand belasst, haben die ein fast so hohes Wertsteigerungspotenzial wie die Cabrios. Ja, dann haben wir den 325iX, der so im Mittelfeld liegt auf Platz 5. Das liegt meiner Meinung nach an der Tatsache, dass der Allradantrieb einfach hier bei BMW nicht so angesagt ist. Und ich sag mal, BMW hat auch ein bisschen was mit Heckantrieb zu tun. Der muss einfach den Druck auf der Hinterradachse haben. Und wenn ihr ein iX habt, ist das vielleicht nett, um irgendwie eine Böschung in den Bergen hochzufahren oder im Schnee. Aber für die meisten von uns, ich sag mal, braucht man das nicht. Und ich denke, der ursprüngliche BMW-Genuss liegt einfach in der Tatsache begründet, dass das Teil einfach Heckantrieb hat und haben muss. Insbesondere wenn ihr daran denkt, dass dieses komische Action- oder Active-Tourer-Teil, was die Leute von BMW jetzt auf den Markt gebracht haben, einen Frontantrieb hat, dann kommt mir das kalte Grauen und tatsächlich, das Teil fährt auch grausam. Also, das hat für mich mit BMW nichts mehr zu tun. Aber wie gesagt, Allradantrieb ist eine gute Sache, aber ich denke, die Marktlage ist einfach so, dass sie diesen theoretischen Vorteil des Allradantriebs, der sicherlich auch objektiv begründet ist, einfach nicht ausspielen kann. Ja, hier im Mittelfeld, also auf Platz 6, haben wir unser 318i Cabrio. Ihr wisst ja, habe ich schon gesagt, Cabrios grundsätzlich top Wertsteigerungspotenzial, auch wenn hier das 318i Cabrio natürlich das geringste Potenzial aufweist. Aber trotzdem, im Moment bekommt ihr die Teile noch relativ günstig. Also, wenn ihr jetzt nicht so viel Geld zur Verfügung habt und mit einem Cabrio liebäugelt, ist der 318i sicherlich eine gute Lösung und die Teile werden nicht so oft gefahren und im Prinzip kann man auch damit leben, dass ihr jetzt keinen Sechszylinder unter der Haube habt. Also 318i Cabrio ist wirklich wertstabil, aber wie gesagt, er ist jetzt nicht so extrem wie die Vormodelle. Ja, auf Platz 7 haben wir hier unseren 318iS. Natürlich ist es nicht für jeden logisch, dass ich das Teil jetzt relativ weit unten angesiedelt habe, aber trotzdem, der 318iS, ich habe schon was dazu gesagt, ist ja häufig verbastelt und verheizt, ne? Und wenn ihr es mal so seht, es ist ein Zweitürer und dann auch ein Nachfacelift-Modell und die sind sehr, sehr preisstabil, die haben auch eine hohe Preissteigerungsrate, weil sie einfach relativ selten sind, aber so richtig in die Extrembereiche, zumindest habe ich im Moment nicht so den Eindruck, dass die Leute gewillt sind, so viel Geld dafür zu bezahlen. Was ich hier nochmal mit dem Sternchen markiert habe, ist das Thema Sonderzubehör. Das trifft auf den 318iS zu, aber auch auf alle Zweitürer nach Facelift-Modelle. Ihr müsst mal darauf achten, wenn ihr so ein Modell auf dem Markt findet, was ein M-Technik 2-Schweller-Paket habt. Das heißt, Heckspoiler, Seitenschweller, Frontspoiler und so weiter, dann könnt ihr mal gut und gerne 2000 Euro auf den Preis draufschlagen, weil diese M-Technik-Sportpakete sind so teuer und auch sehr, sehr beliebt, dass wenn ihr so ein Fahrzeug komplett mit diesem Paket bereits bekommt und das auch noch in Wagenfarbe lackiert, dann gehen die Preise richtig nach oben. Also so ein Modell sich zu kaufen, wenn ihr das noch überhaupt irgendwie günstig bekommt, lohnt sich auf jeden Fall. Wertsteigerung ist auch garantiert. Im hinteren Mittelfeld finden wir hier wieder unseren 320i, also unseren kleinen Sechszylinder. Es ist einfach so, der 320i wurde häufig gebaut und ist auch häufig verfügbar und ihr habt eine riesige Bandbreite an verfügbaren Modellen. Das ist natürlich auf dem Gebrauchtmarkt ein riesiger Vorteil, aber ihr bekommt auch wirklich sehr, sehr schöne Modelle gekauft, aber auch günstige Modelle und wenn ihr euch das richtige Modell raussucht, im Originalzustand vielleicht noch mit Chromstoßstangen, VFL, Zweitürer, dann habt ihr wirklich auch da ein relativ hohes Wertsteigerungspotenzial. Natürlich ist das nicht so hoch wie bei den anderen Modellen, aber das ist ein solides Auto und ich kann jedem auch nur raten, also wenn so ein Teil angeboten wird in einem sehr, sehr guten Zustand und es ist preislich in Ordnung, dann schlagt zu. Auch die Vierzylinder-Modelle der Motorreihe M10, also 316, 318i, sind durchaus
auch sehr wertstabil, insbesondere im Originalzustand, also nicht verbastelt, was ja grundsätzlich immer ein Kriterium ist für Preisstabilität. Mit diesen beiden Modellen seid ihr auch sehr, sehr gut bedient, wenn ihr, wie gesagt, mit dem 14er leben könnt und ich sag mal, zum Cruisen und für den Alltag sind die Dinger einfach wunderbar geeignet und in einem super Zustand habt ihr auch da ein hohes Wertsteigerungspotenzial. Wie zu erwarten haben die 316 und 318 IM40 Modelle hier im Prinzip ein Preisniveau, was sehr, sehr moderat ist und auch wirklich angemessen ist und was man wirklich auch guten Gewissens noch empfehlen kann. Allerdings ist es so, dass natürlich diese M40, die kleinen, einfach nicht so viel Geld bringen, wenn er die Teile verkauft. Na, also seht zu, wenn ihr die Teile habt, lasst die im Originalzustand und wartet einfach noch ein bisschen. Also die Preise ziehen weiter an und die Dinger sind mittlerweile auch relativ teuer und sogar die Nach-Facelift-Modelle dieser Baureihen, der kleinen 14er Baureihen, ziehen wirklich auch in Richtung 8.000, 9.000 Euro an und ihr müsst da ein bisschen Geduld haben. Ich sag mal, das ist die Einstiegsklasse, aber trotzdem, wenn ihr ein geringes Budget habt, immer noch eine Empfehlung wert. Ja, unsere Dieselmodelle. Das ist so ein bisschen ein Problem, weil im Prinzip sind die Teile meines Erachtens deutlich unterbewertet, weil ihr habt nach wie vor einen sehr, sehr hubraumstarken Motor. Ihr habt einfach möglicherweise noch ein sehr, sehr altes Modell und gut erhalten. Aber trotzdem ist es so, dass die Teile im Moment zumindest nicht dieses Wertsteigerungspotenzial haben, was einfach die Schwestermodelle mit Benzinmotor haben. Das liegt einfach daran, dass BMW einfach mit dem Benzinmotor irgendwie verknüpft ist und die Diesel sicherlich da nicht so die Rolle spielen. Aber im Alltagsbetrieb ist der Diesel auch gut geeignet und natürlich als Nutzfahrzeug. Und die Karosse kann im Top-Zustand sein und wenn die Teile gut erhalten sind, habt ihr da sicherlich mit Sicherheit keinen Wertverlust. Was im Übrigen für alle BMW gilt. Also egal welches Modell ihr kauft, erhaltet es im Zustand, wie es ist, fahrt das Ding nicht kaputt. Und ihr werdet sehen, ihr werdet auf jeden Fall kein Geld verlieren. Nun sind wir an unserem letzten Punkt angekommen, und zwar Punkt Nummer 7, den sonstigen Kosten. Und zwar unter sonstigen Kosten sind zu verstehen Wartung, Verschleiß, also alles, was ihr quasi zum Betrieb eures Fahrzeugs braucht. Und das sind einfach ganz, ganz wichtige Kosten, weil die müsst ihr einfach in eure Berechnung einkalkulieren, weil diese Kosten fallen jeden Monat an. Und natürlich gibt es da erhebliche Unterschiede und ich habe jetzt mal alle möglichen Sachen aufgelistet und die ungefähre Einschätzung, was kostet der Spaß und ich zeige euch das jetzt mal im Detail und erläutere das Ganze auch. Möglicherweise ist die Schrift hier etwas klein, aber ich wollte das gerne auf eine Folie haben und zwar los geht's beim Motoröl. Und zwar habe ich mir überlegt, wie oft macht man einen Ölwechsel, was kostet der ganze Spaß und habe ungefähr einen realistischen Wert genommen. Und zwar am Beispiel Motoröl heißt es zum Beispiel hier, wir wechseln bei einer Jahresfahrleistung von 10.000 Kilometern einmal jährlich Öl und würden ungefähr 40 Euro dafür bezahlen für einen Vierzylinder und 50 Euro für ein Sechszylindermodell. Das gleiche habe ich jetzt mit allen anderen Punkten gemacht, das heißt Zündkerzen, alle drei Jahre gewechselt, 40 bzw. 60 Euro und Reifen im Schnitt alle 8 Jahre. Die kosten dann zwischen 300 und 400 Euro, je nachdem, ob ihr einen 4- oder 6-Zylinder habt. Ich bin davon ausgegangen, dass der 6-Zylinder ja grundsätzlich dickere Reifen hat. Das heißt, ihr habt theoretisch da breitere Reifen, die ein bisschen mehr kosten. Dann natürlich die Bremsen werden im Durchschnitt alle 5 Jahre gewechselt. 4-Zylinder 300, 6-Zylinder-Modelle 400 Euro. Auspuff alle 8 Jahre schlägt dann mit 200 Euro zu Buche. Ihr seht schon, ich habe hier keine Vertragswerkstättenpreise genommen, weil keiner von euch oder die wenigsten von euch werden wahrscheinlich so dumm sein und zu BMW gehen, um da irgendwie 110 oder 120 Euro Stundenlohn zu bezahlen. Also das sind Preise, die ihr wohl auch in einer günstigen freien Werkstatt bekommt, ohne jetzt zu berücksichtigen, dass der Teil auch selber einbaut. Also ich sage mal so, bei Geschichten wie ein Ölwechsel oder Zündkerzenwechsel, da gehe ich mal davon aus, dass ihr das selber könnt. Das sollte man eigentlich erwarten. Von daher sind die Preise wirklich im unteren Bereich angesiedelt. Aber das sind wirklich für Otto Normalverbraucher, der jetzt irgendwie nicht auf dem Geldsack geboren ist, sind das einfach normale und vernünftige Preise. Das gleiche gilt hier für die Kupplung. Alle 15 Jahre ist realistisch. Das kostet dann mit einmal, naja, so 300 Euro könnt ihr schon rechnen, weil das Getriebe muss raus. Ventile müssen eingestellt werden, ungefähr alle 2 Jahre. Das betrifft die alten M10 Vierzylinder und auch alle Sechszylinder-Modelle. Beim Sechszylinder ist das ein bisschen teurer. Hier 200 Euro, weil ihr habt einfach 2 Zylinder mehr, also etwas mehr Arbeit.
Zahnriemenwechsel trifft auch nicht für alle Modelle zu, aber die Vierzylinder rechnen wir circa alle 5 Jahre, kostet dann 300 Euro. Und die Sechszylinder, die haben etwas längere Intervalle. Ihr bezahlt da ungefähr das Gleiche, aber ihr kommt ungefähr auf eine Intervallzeit von 7 Jahren. Also das ist realistisch. Beim Cabrio gibt es die Besonderheit, und das müssen halt einige von euch auch bedenken, wenn ihr sowas kauft, ein Verdeck hält ungefähr nur 10 Jahre, weil es ist auf Stoff, es ist sehr, sehr schön, aber diese Schönheit hat ihren Preis, und das bedeutet, nach 10 Jahren, spätestens dann, sind quasi die Verdecke verschlissen, sehen einfach schlecht aus, sind undicht, sind aufgescheuert und die Scheibe ist milchig. Das heißt, das Ganze schlägt euch ungefähr mit 1000 Euro mit Einbau zu Buche. Die Kunst bei dieser Berechnung ist natürlich zu berücksichtigen, dass die unterschiedlichen Motoren bzw. Fahrzeuge möglicherweise unterschiedliche Kosten hervorrufen, und zwar auch im Detail. Es gibt natürlich aber auch einige Faktoren, die sind ungefähr gleich, und zwar habe ich hier zum Beispiel den Punkt Kleinteile, die habe ich mit 100 Euro jährlich veranschlagt, grundsätzlich für jedes Modell. Das bedeutet also, wenn euch eine Glühbirne kaputt geht oder wenn irgendwas Kleines mal abbricht oder, weiß ich nicht, Scheibenwischer ersetzen und so weiter. Also das ist eine gute, realistische Geschichte. Das gleiche gilt hier für die Fahrwerksteile. Da habe ich pauschal 100 Euro jährlich angesetzt. Und zwar, was ist, wenn zum Beispiel ein Querlenker verschlissen ist und ihr müsst die irgendwann tauschen? Natürlich muss das nicht jedes Jahr geschehen, aber trotzdem wird sowas sicherlich irgendwann auf euch zukommen und dafür auch mal pauschal 100 Euro im Jahr für Fahrwerksteile angesetzt. Zu berücksichtigen sind natürlich hier auch so Sonderteile. Und zwar, bei einigen Modellen oder im Prinzip nur bei 2 Modellen haben wir einen Vergaser verbaut. Das bedeutet, der Vergaser ist theoretisch eben nicht so wartungsarm wie zum Beispiel die Einspritzanlage eines M40 Vierzylinders, sondern es kann schon sein, dass der Vergaser ab und zu mal eingestellt werden muss. Und im Schnitt habe ich hier zum Beispiel für eine Vergaserwartung alle 2 Jahre 150 Euro veranschlagt. Das ist moderat, und es kann durchaus mal sein, dass ihr den Vergaser oder das Auto mal irgendwo hinbringen müsst und da schaut einer mal über den Vergaser. Also 150 Euro dafür. Das gleiche gilt zum Beispiel für eine Wartung der Automatik. Ihr wisst, Automatik hat so einige Nachteile, habe ich schon was zu gesagt. Und das Automatiköl muss gewechselt werden. Und ihr habt natürlich auch beim Automatikgetriebe meiner Meinung nach ein höheres Risiko des Ausfalls, beziehungsweise das Kostenrisiko ist erheblich höher. Und deswegen habe ich hier alle 3 Jahre 100 Euro veranschlagt für die Wartung der Automatik. Und das betrifft auch andere Ausfallrisiken, wie zum Beispiel hier den Allradantrieb des 325iX, der ist potenziell eine Schwachstelle, weil ein Allradantrieb ist natürlich rein technisch gesehen einfach potenziell anfälliger, und deswegen habe ich hierfür 50 Euro jährlich pauschal als mögliches Ausfallrisiko veranschlagt, weil ihr dürft nicht ganz so blauäugig reingehen. Es ist im Prinzip so, wenn ein Auto bestimmte Teile verbaut hat und andere nicht, bedeutet das einfach, dass ihr ein höheres Risiko habt, dass ihr da einfach höhere Kosten habt, wenn die Teile mal kaputt gehen. Das gleiche auch Cabrio. Neben dem Verdeck haben wir hier, wie ich euch hier ja aufgeschrieben habe, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, Verdeckmechanismus. Die sind unter Umständen anfällig, insbesondere wenn ihr ein elektrisches Verdeck habt. Und das kann sein, dass ihr die Teile irgendwann mal tauschen müsst. Das ist außerplanmäßig. Und dafür habe ich jetzt mal 20 Euro jährlich. Das ist nicht viel veranschlagt, dass ihr, wenn ihr das nach ein paar Jahren machen müsst, dass ihr durchaus euch so ein Ersatzteil kaufen könnt und die Teile einbaut. Logischerweise müssen die unterschiedlichen Intervalle und Preise natürlich aufs Jahr umgerechnet werden, und nach der Jahresübersicht erfolgt natürlich die Umrechnung auf die Monatskosten, weil das ist natürlich für euch etwas einfacher zu erfassen. Und hier sehen wir quasi die Tabelle, die ich gemacht habe, die ich erstellt habe, und hier seht ihr im Detail sämtliche Kosten, und zwar in Euro pro Monat. Also, ein Beispiel, obere Reihe, der 324D, der benötigt Zündkerzen, und auf den Monat umgerechnet entstehen euch Kosten in Höhe von 1,70 Euro. Für Motoröl entstehen euch monatliche Kosten in Höhe von 4,20 Euro. Ventile müssen eingestellt werden, dafür fallen 8,40 Euro monatlich an. Die Kupplung, die verschleißmäßig getauscht werden muss, schlägt mit 1,60 Euro pro Monat zu Buche. Der Auspuff mit 2,10 €, die Bremsen mit 6,70 Euro. Hier seht ihr auch schon 6,70 Euro. Deswegen, die 6-Zylinder-Bremse ist wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit etwas teurer, geringfügig. Deswegen seht ihr zum Beispiel hier der 316i, der hat jetzt hier nur einen Kostenpunkt von 5 Euro pro Monat, und der 6-Zylinder mit 6,70 Euro. Dann für Kleinteile und Fahrwerk haben wir ja eine Pauschale, die ist bei allen Fahrzeugen gleich. Hier sind das 8,40 Euro pro Monat. Die Reifen schlagen beim 6-Zylinder mit 4,20 Euro pro Monat zu Buche.
für die Vierzylinder nur mit 3,20 Euro mit einer Ausnahme. Und wir kommen hier beim 324D auf Gesamtkosten monatlich von 45,70 Euro. Das heißt, dieses Auto kostet euch im laufenden Betrieb, also nur was Wartung, Ersatzteile im normalen Rahmen, also ich rede jetzt nicht von irgendwelchen extremen Schäden, die mit Verschleiß nichts zu tun haben und mit normaler Abnutzung, sondern dieses Fahrzeug, es ist ziemlich realistisch, glaubt es mir, ungefähr 45,70 Euro jetzt nur für Wartungskosten. Und hier seht ihr auch die direkten Vergleiche. Der 316i, M10, 318i liegt nur minimal darunter. Und zwar liegt das einfach daran, hier seht ihr es, dass ja zum einen ist es so, die Ventile, ne, ihr habt einen Vierzylindermotor, das ist ein bisschen günstiger, da die Ventile einzustellen im Vergleich zum 324D, aber ihr habt den Vergaser und der schlägt in den Wartungskosten mit 6,30 Euro pro Monat zu Buche. Und ja, bei den Bremsen habt ihr dann nochmal ein kleines Ersparnis und bei den Reifen. Aber letzten Endes ist es halt so, dass der Vergaser hier den Ausschlag gibt. Eine kleine Überraschung ist der 318iS. Der große Vorteil ist hier, er ist der Vierzylinder und er hat keinen Zahnriemen. Genau wie der 324D. Und übrigens auch die M10 Vierzylinder haben keinen Zahnriemen. Also die haben Steuerkette, sind also theoretisch wartungsfrei. Der 318iS hat neben dem Vorteil, dass er keinen Zahnriemen hat, auch den Vorteil, dass er Hydrostößel hat. Die Hydros bedeuten also, ihr müsst keine Ventile einstellen. Das heißt, die Ventileinstellung erfolgt automatisch über die Hydros. Das günstigste der Cabrios, sieht man hier, ist das 318i Cabrio mit 49,10 Euro in der Gesamtberechnung. Die Vorteile sind einfach, der M40 Motor hat auch Hydrostößel, allerdings hat er im Gegenzug den Zahnriemen und der Zahnriemen muss leider bei den M40 Modellen etwas häufiger gewechselt werden als bei den Sechszylindern. Das heißt, man sagt schon, ja, nach 45.000, 50.000, vielleicht auch 60, sollte man den M40 Zahnriemen wechseln. Beim Sechszylinder können das auch schon mal 80, 90 oder 100.000 Kilometer sein, kein Problem. Also da sind Vor- und Nachteile, aber im Prinzip Vierzylinder ist grundsätzlich relativ preiswert, deswegen hier moderate 49,10 Euro am Ende. Der 320i ist nur unwesentlich teurer, ihr seht schon, der Vorteil des Sechszylinders besteht hier vor allen Dingen darin, dass ja, die Zahnriemenintervalle, die sind etwas länger und ja, die übrigen Kosten sind nicht wirklich wesentlich höher, also wir haben hier gerade mal einen monatlichen Unterschied von 30 Cent. Genau, das Cabrio 320i hat zwar denselben Motor, aber ihr wisst, das Cabrio hat aufgrund des Verdecksmechanismus, da einfach höhere Kosten, weil ihr kommt einfach nicht drum rum, irgendwann das Verdeck zu tauschen. Und es ist sehr unangenehm, wenn euch Wasser ins Cabrio regnet und das geht relativ fix, so schön das Cabrio-Verdeck auch ist. Es ist einfach so, das Verdeck kostet zusätzlich Geld und deswegen sind die Cabrios auch hier relativ teuer. Die kosten euch 59,50 Euro hier für das 320i Cabrio und ja, das 325i Cabrio ist im Prinzip genauso teuer, weil da gibt es keine großen Unterschiede. Es ist ein Sechszylindermotor. Die Motordaten sind quasi weitgehend identisch, zumindest was die Wartung anbetrifft. Und Verschleiß ist jetzt auch nicht höher. Also die Cabrios liegen auf einem Niveau. Wie gesagt, der 325iX hier am Ende liegt auch relativ weit oben. Das liegt einfach daran, Ausfallrisiko vom, ja, einfach von dem iX, also von dem Allradgetriebe und die sonstigen Kosten sind auf dem entsprechenden Niveau. Der 325i und 325e ist so im hinteren Mittelfeld alles machbar. Wie gesagt, das ist jetzt die grobe Berechnung, die auch wirklich meines Erachtens sehr realistisch ist, weil es ist wirklich eine reale Kostenaufstellung. Wie gesagt, nochmal, es sind jetzt keine Vertragswerkstättenpreise und zusätzlich zu diesen Kosten, die ihr euch anguckt, hier, wir nehmen mal das Beispiel 324D mit 45,70 Euro im Monat. Solltet ihr alles, was hier zu machen ist, selber machen, könnt ihr durchaus die Hälfte sparen. Ne? Das heißt, ich gehe hier davon aus, dass jetzt abgesehen vom Ölwechsel und vom Zündkerzenwechsel, was ja wirklich ziemlich banal ist, aber wenn ihr andere Sachen einfach in der Werkstatt machen lasst, müsst ihr das bezahlen, was hier steht. Wenn ihr natürlich zum Beispiel einen Auspuff selber wechselt oder weiß ich nicht, die Kupplung selber wechseln könnt, was schon sehr, sehr aufwendig ist, oder die Ventile selber einstellen könnt, dann spart ihr locker die Hälfte. Also zumindest spart ihr einiges und ihr könnt auch die Ersatzteile dann irgendwo anders kaufen und die freien Werkstätten machen das alles viel günstiger. Also der Wartungsaufwand, ja, der ist da, auch bei den Sechszylindern, die zum Beispiel die Ventile eingestellt bekommen müssen,
Aber wie gesagt, die mechanischen Ventile mit ihren Einstellschrauben haben auch viele, viele Vorteile und auch die Hydrostöße des M40 sind nicht immer ein Vorteil. Die sind zwar theoretisch wartungsarm, aber es kann auch schon mal vorkommen, dass die Hydrostöße auch einfach anfangen zu klappern, weil die nicht mehr richtig arbeiten. Also alles hat immer Vor- und Nachteile. Aber hier habt ihr die grobe Übersicht und hier seht ihr das Ranking. Im Ergebnis wird hier deutlich, dass hier der 318i für so eine kleine Überraschung sorgt. Und zwar schlägt er hier gerade mal mit 34 € im Monat zur Buche. Und zwar, wie gesagt, liegt es daran, dass er ziemlich wartungsarm ist. Er hat eine Steuerkette, er hat keinen Zahnriemen, er ist nur ein Vierzylinder und deswegen ist er relativ günstig. Auf Rang 2 hier ist, ja, sind die günstigen Modelle 316i, 318i mit M40. Die sind auch relativ wartungsarm, Hydrostöße, ja, und Ventile müssen nicht eingestellt werden. Auf der anderen Seite habt ihr den Zahnriemen mit Intervall und so weiter, aber trotzdem insgesamt Vierzylinder, relativ günstig, gerade mal 38 € im Monat. Die M10-Modelle sind nur minimal teurer oder etwas teurer. Das liegt einfach daran, die sind älter, da müssen die Ventile eingestellt werden und der Vergaser braucht auch ab und zu ein bisschen Pflege. Der Diesel liegt wirklich im Mittelfeld, ist von den Sechszylinder-Modellen wirklich da top. Ja, das ist einfach so, dass ihr da mit 45,70 € noch gut bedient seid. So, das 318i Cabrio ist das günstigste Cabrio. Ihr wisst, das Cabrio an sich ist teurer aufgrund des Verdeckmechanismus und des grundsätzlichen Verdeckes, aber hier 49,10 € ist durchaus noch im machbaren Bereich. Die Sechszylinder-Modelle, die tun sich alle nichts, also 320i, 323i, 325i und auch der ETA liegen mit 49,40 € durchaus noch im moderaten hinteren Mittelfeld. Faktoren sind hier Ventiltrieb, mechanisch, Zahnriemen muss gewechselt werden. Es ist ein Sechszylindermotor, das heißt, sechs Zylinder, ihr habt etwas mehr Teile, Zündkerzen, die ihr kaufen müsst, ihr habt vielleicht auch etwas mehr Öl im Motor und so weiter. Ihr habt vielleicht auch etwas dickere Reifen drauf und so. Das sind die Faktoren, die den Sechszylinder ausmachen. Ja, 325iX hier weit hinten oder weiter hinten mit 53 €. Das ist einfach so, dass der Allradantrieb hier nochmal den Ausschlag gibt, dass hier etwas mehr zu bezahlen ist. Auf dem letzten Platz sind hier die Cabrios 320i und 325i, die vor allen Dingen natürlich dicker Motor, Sechszylinder und Verdeck-Cabrio natürlich hier einfach mehr kosten. Das heißt, die Wartungskosten, sonstige Kosten sind beim Cabrio relativ hoch. Wenn ihr euch nochmal zurückerinnert, ne, aber da gehen wir nachher nochmal im Endergebnis drauf ein, die Versicherungskosten der Cabrios sind sehr niedrig und ich bin gespannt, wie sich das nachher in der Addition ausmacht. Ja, dann schauen wir uns doch mal die Gesamtergebnisse an und sind gespannt, was wir in den einzelnen Bereichen so für Kosten zu erwarten haben. So, wir werfen mal einen Blick auf unsere Legende und zwar die blauen Balken sind die Steuerkosten pro Monat, die grünen die Versicherungskosten pro Monat, die grauen sind Wartung und sonstige Kosten und die roten sind die Verbrauchskosten. Ja, und hier die differenzierte Aufstellung der Einzelposten sorgt hier gleich schon für die erste Überraschung. Und ihr seht ja auf den ersten Blick, dass unser 318i Cabrio hier die geringsten Gesamtkosten aufweist, immer unter der Voraussetzung, dass wir 10.000 Kilometer damit im Jahr fahren. Ja, und wenn ihr euch mal diesen grünen Balken gerade beim Cabrio hier anguckt, dann seht ihr, den Ausschlag gibt hier die Versicherungssparte. Und zwar kostet das Cabrio, wie übrigens alle Cabrios, nur 41,80 € im Monat und das macht im Prinzip den Ausschlag. Die Verbräuche sind relativ moderat und auch die anderen Kosten halten sich in Grenzen, sodass er hier beim 318i Cabrio die geringsten Kosten hat. Neben der kleinen Überraschung, dass hier die Cabrios wirklich mit einem relativ großen Abstand die günstigsten Modelle sind, ist es natürlich auch so, dass es viele Leute gibt, die einfach kein Cabrio möchten, weil einfach das ihrem Nutzungszweck nicht so richtig entspricht. Und wie erwartet ist hier unser 316i mit dem N40-Triebwerk der günstigste Kandidat. Na, das war zu erwarten. Der kleine Vierzylinder schlägt sich hier wirklich gut und im Prinzip kann man davon ausgehen, dass das ein günstiges Einsteigermodell ist, aber wir werden natürlich das Gesamtfazit nachher noch ziehen. Auch fällt hier auf, dass gerade bei unseren Sechszylinder-Modellen wirklich es durchaus nicht so ist, dass die Versicherungskosten höher sind, nur weil ihr mehr Hubraum und mehr Leistung habt. Ihr seht hier,
von diesen klassischen Sechszylindern, also 325i, 323i und 320i, ist es so, dass der 325i hier die geringsten Versicherungskosten hat und die anderen etwas darüber liegen. Na, das ist einfach so ein Indiz, dass die Sechszylindermodelle eigentlich durch die Bank wirklich gut dabei sind und deswegen auch die Kostendifferenz zu den Vierzylindern nicht wirklich groß ist. Bevor wir hier in die Details eingehen, zeige ich euch jetzt mal eine Grafik, wo ihr sehen könnt, wie das jetzt genau gestaffelt ist. Und zwar, wir haben jetzt in Gesamtkosten einfach nur aufgeschlüsselt und nicht in Einzelposten. Und hier wird es recht deutlich, was wir hier für eine Ausgangssituation haben. Ja, fangen wir mal ganz links an. Und zwar, wie ihr seht, ist der 324D hier wirklich mit Abstand das teuerste Auto mit ganzen 342,30 Euro. Und auf dem zweiten Platz habt ihr dann bereits den nächsten Sechszylinder, hier markiert überall mit der 6, den ETA mit 328. Kurz danach folgen dann die anderen Sechszylinder, 320, 323i und 325i. Dann der nächste ist dann wirklich der teuerste Vierzylinder, ist der 318iS mit 315,42 Euro. Und seht ihr schon, dass quasi jetzt hier kein großer Unterschied zwischen dem 318iS und den Sechszylindern besteht. Also da ist wirklich kein großer Sprung. Das gleiche gilt hier auch noch für den 325iX, der sogar noch minimal günstiger ist. Ja, bei den Vierzylindern ist quasi der teuerste, der 318i M10, der liegt dann bei 289 und gehen wir weiter nach rechts, dann staffelt sich das so leicht runter und wie gesagt, den nächsten größeren Sprung habt ihr dann eigentlich, abgesehen vom Cabrio 325i, bei den normalen Limousinenmodellen ab dem 316i M40, wo ihr dann tatsächlich nur noch 267,45 Euro habt. Und wenn ihr euch das mal anguckt, 267,45 Euro für den 316i und dann den nächsten Sechszylinder quasi, der kein Cabrio ist, der ist der EX mit 315, dann haben wir hier wirklich eine Differenz von, ja, es sind tatsächlich 48 Euro Differenz, ne? Also 48 Euro im Monat kostet der Sechszylinder mehr, wenn er ihn im Vergleich zum Vierzylinder setzt. Wie gesagt, die Cabrios sind so ein bisschen außen vor. Also das ist schon eine Hausnummer, was die Unterhaltskosten anbetrifft. Anschaulich aufs Jahr gerechnet sind das tatsächlich ca. 500 bis 600 Euro an Mehrkosten, die ein Sechszylinder im Vergleich zum Vierzylinder hervorruft. Wenn wir jetzt nochmal einen Blick auf unsere Cabrios werfen, die ja wirklich um einiges günstiger sind, fällt einfach auf, dass hier die Differenzen quasi zwischen einem sechszylindrigen Cabrio und einer sechszylindrigen Limousine auch erheblich sind. Und zwar sind das tatsächlich so zwischen 600 und 700 Euro, die man spart, wenn man ein Cabrio anstelle eines vergleichbaren Sechszylinders fährt. Bei näherer Betrachtung der Sechszylinder-Limousinen fällt auf, dass die Differenz durchaus nicht besonders hoch ist. Also hier quasi haben wir den 325i mit 316,73 Euro im Monat. Und wir haben hier quasi als Spitzenwert den 325 ETA, also wenn wir mal den Diesel außen vor lassen. Und das ist jetzt nicht ein wahnsinnig großer Abstand. Aber was hier auch auffällt, ist, dass hier quasi der 320i teurer ist als der 323i und der 325i. Also rein von den Unterhaltskosten ist der 320i also nicht billiger als die etwas größeren Modelle. Wenn wir jetzt nochmal zu den Vierzylindermodellen, den Limousinen zurückgehen, dann fällt hier auf, dass hier die Preisunterschiede, also die Unterhaltskosten zwischen den einzelnen Modellen jetzt nicht so gravierend sind. Insbesondere hier zwischen den Modellen 316i M40 und dem 318i M10, das ist jetzt nicht wirklich wahnsinnig viel. Ja, aber trotzdem ist es durchaus so, dass quasi die Preisdifferenz zwischen einem 316i und einem 318i ungefähr bei 240 Euro im Jahr liegt. Das heißt, der Vierzylinder, der kleine, der 316i, der ist ungefähr 240 Euro im Jahr billiger als ein vergleichbarer 318i. Ja, der 318iS hier fällt so völlig da raus, weil er im Prinzip mit 315,42 Euro ungefähr das gleiche kostet wie ein Sechszylinder. Ja, die ganze Geschichte wäre natürlich zu einfach, wenn es nicht so eine Kleinigkeit geben würde wie die H-Zulassung. Und zwar schauen wir mal auf das Modell hier 324 Diesel, ganz links in der Grafik. Der kostet ja 342,30 Euro, wenn ihr das Teil quasi ganz normal
versteuert. Ihr habt einen sehr hohen Steuersatz und bei der H-Zulassung habt ihr ja den einheitlichen Steuersatz von 191 Euro im Jahr. Und wenn ich das jetzt mal umrechne und dem Diesel eine H-Zulassung verpasse, dann habe ich anstelle der 342,30 € im Jahr plötzlich nur noch, Augen ganz nach rechts, 280,22 €. Das bedeutet also, ein Diesel mit H-Zulassung kostet ganze 60 Euro im Monat weniger. Das sind im Jahr ungefähr 700 Euro, die ihr spart. Und schwupps, seid ihr quasi mit den Unterhaltungskosten des Sechszylinder-Diesels quasi im Bereich eines 316i. Na, also bei diesem Modell lohnt es sich, beziehungsweise ich würde sogar so weit gehen zu sagen, den 324D würde ich nicht ohne H-Zulassung fahren. Abgesehen davon bekommt ihr mit dem Teil natürlich sowieso Riesenprobleme in Umweltzonen, weil ihr, ja, die Abgasnormen, die könnt ihr, glaube ich, knicken. Das bedeutet, nicht nur aus Kostengründen, auch aus Umwelt- oder Fahrverbotsgründen würde ich hier ganz, ganz dringend zu ja, diese H-Zulassung raten. Ne? Und wenn ihr das Ganze mal kombiniert, dann ist es durchaus attraktiv, so einen Diesel zu kaufen, insbesondere wenn ihr dann überlegt, dass die Teile relativ günstig sind. Eine ähnliche Konstruktion haben wir beim 325 ETA, und zwar kostet der regulär 328,52 €. Da ist die Ersparnis mit H-Zulassung dann, ja, das geht dann auf 310,44 €. Das ist nicht so viel, aber trotzdem sind das fast 20 Euro im Monat, ist auch Geld und da seid ihr auch bei um die 200 Euro im Jahr Ersparnis für den ETA. Das ist natürlich auch jetzt so, dass im Prinzip für alle Modelle, die weniger Hubraum haben als der ETA, also 325i oder noch darunter, lohnt es sich nur aus Kostengründen die H-Zulassung nicht. Aber die Umweltgeschichte spielt eine Rolle, ne? Also wenn ihr quasi an die ja, grüne Plakette denkt und so weiter, ne? Und Fahrverbote in Umweltzonen, ist es immer gut, neben einigen anderen Vorteilen die H-Zulassung zu haben. Aber selbst für den 325i ist das alles noch im neutralen Bereich, aber für die Vierzylinder lohnt sich das quasi kostentechnisch nicht. Und dann müsst ihr auch noch bedenken, wenn ihr einen Euro 2 Kaltlaufregler in eurem Vierzylinder habt oder von mir aus auch im Sechszylinder, sinkt der Steuersatz sowieso nochmal. Von daher mit Euro 2 Fahrzeugen könnt ihr da nochmal einiges abziehen. Also da wiederum würde sich aufgrund von ja, der Steuerreduzierung eigentlich die H-Zulassung nicht lohnen. Aber wie gesagt, es hat noch andere Vorteile. Nur richtig heftig zu Buche schlägt es halt beim 324D und beim 325 ETA. Weitere Sparpotenziale sind natürlich neben der H-Zulassung die Möglichkeit, über ein möglichst verbrauchgünstiges Fahrzeug einfach Unterhaltskosten zu sparen. Und zwar, je geringer der Verbrauch eines Fahrzeugs ist, umso höher ist das Einsparpotenzial, wenn ihr sehr, sehr viel fahrt. Das heißt, für ein Fahrzeug, was ihr im Alltag sehr, sehr viel bewegt, lohnt es sich noch mehr, ein Auto zu kaufen, was wenig verbraucht. Wenn ihr natürlich nur irgendwie 5000 Kilometer im Jahr fahrt, ist das Einsparpotenzial eines verbrauchsarmen Autos relativ gering. Ja, und da wir hier ganz unterschiedliche Nutzungsprofile unseres Fahrzeugs haben, also entweder fahre ich viele oder wenig Kilometer, kann sich unter Umständen ein ganz anderes Bild ergeben, wenn wir mal die Verbrauchsstatistik weglassen. Das heißt, wir gucken uns jetzt mal die Unterhaltskosten des Autos an, wenn das Teil nur in der Ecke steht, also ohne Spritkosten. Ja, und auch hier fällt auf, dass unsere drei Cabrios hier die geringsten stationären Unterhaltskosten haben. Das heißt, das Cabrio, wenn ihr eben damit nicht fahrt, sondern es nur angemeldet habt, aber auch ganz normal Steuern bezahlt und so weiter, Versicherung, habt ihr lediglich monatliche Unterhaltskosten in Höhe von 113,60 €. Na, also die Cabrios sind hier jetzt logisch gestaffelt, der 320 und 325i. Und wie wir auch sehen, ist der 316i M40 hier mit 164,70 €, ne, die erste Limousine und somit die Unterhaltskosten, also stationäre Unterhaltskosten, sind hier auch für den M40 am niedrigsten. Also hier die Kostenrechnung geht voll auf. Wenn wir uns die folgenden Ränge angucken, ist hier direkt nach dem 316i, dem kleinen, direkt schon der iX hier mit 170 und danach kommt erst der M10 mit Vergasermotor, der 316i. Und danach folgt der 318i und
Der 325i ist im Mittelfeld mit 177, allerdings jetzt auch nicht so ein dramatischer Unterschied. Und dann staffelt sich das leicht. Der 320i ist dann wieder etwas mehr und auch der 318i ist jetzt auch nicht gerade günstig, wenn er nur rumsteht mit 188,50. Und ja, am teuersten ist dann 323i, 325e. Die sind ungefähr gleich viel, 192,10 und 195. Und das teuerste Stationärmodell ist hier nach wie vor der 262 Diesel. Was natürlich auch bedeutet im Umkehrschluss, dass je weniger Kilometer ihr fahrt mit dem Auto, umso weniger schlimm ist es, wenn ihr halt ein Auto habt, was hohe Standkosten hat. Das heißt, fahrt ihr nicht so viele Kilometer, zum Beispiel keine 10.000 oder keine 20.000, sondern nur 5, 6, 7.000 Kilometer, ist es durchaus völlig unproblematisch, auch einen der dicken Sechszylinder zu fahren. Also auch hier kommt es so ein bisschen auf das Nutzungsprofil an. Natürlich ist es möglich, mit Hilfe dieser Grafik hier noch weitere Parameter zu finden, um eventuell Einsparpotenziale für euer Automodell zu finden. Wenn ihr zum Beispiel für ein bestimmtes Modell Interesse zeigt, dann könnt ihr aufgrund der verschiedenfarbigen Balken hier überlegen, also wenn dies und jenes sich verändern würde, dann wird dieses Auto unter Umständen billiger. Lohnt sich das nicht? Und somit könnt ihr ganz individuell schauen, welches Modell für euch in Frage kommt oder wo ihr dann vielleicht doch feststellt, dieses Auto ist außerhalb eures Budgets. So, nachdem das Ganze hier natürlich erschöpfend lang geworden ist und natürlich relativ komplex, kommen wir nun zum Fazit der ganzen Geschichte. Und hier habe ich einige Fragen. Ich versuche sie euch zu beantworten und gebe eine kurze Erklärung. Also hier ist mein Statement. Das beste Auto für Anfänger? Ja, ganz klar für mich der 316i M40. Und zwar aus folgenden Gründen. Niedriger Anschaffungspreis, große Verfügbarkeit, niedriger Verbrauch, niedrige Wartungskosten und trotzdem ein sportliches, solides Auto als Zweitürer, wie gesagt, perfekt für den Anfänger. Ja, was ist das beste Auto für den sportlichen Fahrer? Ja, für mich ist die Sache relativ klar. Es ist der BMW 325i. Er hat einen leistungsstarken Motor mit den besten Fahrleistungen und ja, er hat ein hohes Prestige und er fährt einfach gut und ich denke, das ist hier die Nummer 1. Für denjenigen, der gerne ein bisschen schneller unterwegs ist. Das beste Auto für Anleger. Ja, was ist damit gemeint? Also gemeint ist, ihr habt das Auto nicht nur zum Fahren und nicht nur just for fun, sondern es geht auch darum, den Wert zu erhalten und möglicherweise später, wenn ihr das Teil wieder verkaufen solltet, einfach einen höheren Wiederverkaufspreis zu erzielen. Und deswegen haben wir so einige Modelle, die hier das beste Potenzial dafür bieten. Und für mich kommen hier zwei Kandidaten in Frage. Und zwar einmal ist es das E30 325i Cabrio mit einem sehr hohen Wertsteigerungspotenzial. Ein sehr, sehr elegantes Auto mit dem dicken Motor. Und der andere Kandidat ist der E30 323i. Ein sehr, sehr seltenes Modell, ein sehr, sehr schöner Motor. Und im Prinzip ist das auch der Vorgängermotor vom BMW M3. Also die Entwicklung stammt bereits aus dem E21. Und zusammen mit diesen Faktoren gehört er auch in die Liga der besten Autos für Anleger. Ja, welches ist nun das beste Alltagsauto? Ja, diese Frage ist nicht ganz so einfach zu beantworten, weil prinzipiell eignet sich jeder E30 als Alltagsauto. Nur es gibt eben einige Kandidaten, die sind dafür prädestiniert und insbesondere kann man ja auch so argumentieren, dass einige ein bisschen zu schade sind, um sie im Alltag zu verheizen. Ich persönlich würde hier auch wieder präferieren, für ein schnödes Alltagsauto, um zur Arbeit zu fahren, ist hier auch wieder der 316i mit dem M40. Meines Erachtens die beste Wahl. Und wenn man auf Sechszylinder steht und im Prinzip auch nicht allzu viel Geld ausgeben möchte, dann seid ihr mit dem 320i wirklich gut dabei. Wenn ihr bestimmte Dinge beachtet und unter anderem ja eine Haarzulassung habt und alles solche Geschichten und vielleicht eine günstige Versicherung, dann ist auch der BMW 324d eine gute Alternative. Er hat einen günstigen Einstiegspreis und durch den Diesel habt ihr im Prinzip sehr, sehr geringe Alltags- und Kraftstoffkosten. Ja, und für alle, die natürlich mit der Familie unterwegs sind und die vielleicht jetzt nicht Wert auf das klassische BMW-Design legen und die auch mit einem Kombi zurechtkommen, für die empfehle ich hier auch die Touring-Modelle, wo wir nicht genauer darauf eingegangen sind hier, aber letzten Endes, der Touring ist auch ein sehr, sehr schönes Auto, ein sehr, sehr schönes, elegantes Alltagsauto.
Ja, welcher Wagen ist nun der beste Cruiser? Tja, stellt euch vor, ihr habt Wochenende, die Sonne scheint und ihr wollt einfach ein bisschen raus, ein bisschen in die Berge fahren, ein bisschen an die See oder wo auch immer. Dann klar, es muss ein Cabrio her, ne? Und die Dinger sind relativ relaxed, sie verleiten nicht zum Heizen und natürlich auch aufgrund der Souveränität ist hier auch wieder der dicke Sechszylinder des 325i die erste Wahl, wenn es ums Cruisen geht. Natürlich sind jetzt mit diesen vorangegangenen Fragen noch nicht alle Einsatzzwecke für euren BMW geklärt und deswegen habe ich hier noch so ein paar andere Punkte aufgelistet, die eventuell relevant sein könnten für die Wahl eures Autos. Und zwar, wenn es darum geht, auf dem Weg zur Arbeit zu sein oder einfach im grauen Alltag mit eurem Auto von A nach B zu kommen und auch vielleicht im Regen und bei schlechtem Wetter zu fahren, dann haben wir natürlich auch wieder hier den 316i, der dafür meines Erachtens gut geeignet ist. Es ist nicht ganz so schlimm, wenn er mit dem irgendwie unter miesen Bedingungen rumfahrt. Ich denke, wenn ihr einen Sechszylinder habt, der auch sehr, sehr teuer war und der vielleicht auch noch Chromstoßstangen hat, dann ist es einfach nicht so ein tolles Gefühl, wenn ihr mit dem Teil im Schnee, im Regen oder wo auch immer unterwegs seid. Ja, den Punkt haben wir natürlich schon angesprochen. Der 316i M40 ist eigentlich das perfekte Auto für den Neuling und insbesondere dann für den Neuling, wenn er relativ wenig Geld zur Verfügung hat. Wie gesagt, Einstiegspreise um die 3000 Euro und natürlich geht es auch theoretisch noch etwas darunter mit etwas Potenzial zum Basteln. Ich glaube einfach, der 316i ist die beste Wahl, wenn ihr in die Welt der E30 einsteigen wollt. Ja, und für all diejenigen, die vielleicht ihren E30 nicht nur im Alltag benutzen und vielleicht noch ein Zweitfahrzeug haben, vielleicht auch noch ein Motorrad und so weiter und sich das so ein bisschen aussuchen können und so ein bisschen darauf achten, dass ihr Auto wertstabil bleibt, für die sind hier die Modelle 323i, 325iE und natürlich auch wiederum das Cabrio gut geeignet. Hohes Wertsteigerungspotenzial und man freut sich einfach, wenn man in die Garage kommt und hat so ein Schätzchen da stehen. Ja, für die jugendliche Heizerfraktion ist natürlich hier insbesondere der Vierzylinder 318iS interessant. Der 318iS sieht gut aus, hat Spoiler, hat eventuell ein M-Technik 2-Paket verbaut und auch die Innenausstattung sieht in der Regel sehr elegant und sehr schön aus. Und der Motor, der hat gut Leistung, der geht gut voran und nebenbei ist er trotzdem auch noch moderat in den Wartungskosten. Also 318iS für den Einsteiger, 325i wie schon gehabt, das Topmodell, sehr, sehr leistungsstark und wird auch im Rennsport eingesetzt. Also hier die erste Wahl, die beiden Modelle. Ja, wer jetzt nun drauf steht, vor dem Eiscafé hier einen auf dicke Hose zu machen, ihr könnt euch sicherlich denken, aber dafür sind natürlich die Cabrios am besten geeignet, weil durch diese extrem elegante Seitenlinie sind die einfach ein absoluter Hingucker und auf den ersten Blick sieht man im Prinzip auch nicht, ob das ein 318i, 320 oder gerade das Topmodell ist. Also hier Cruising Show Cabrio ist hier die erste Wahl. Ja, wie sieht es denn eigentlich mit Fahren im Schnee aus mit eurem BMW? Ihr wisst ja, das Teil hat einen Heckantrieb und naja, wohnt ihr in Bayern oder irgendwo im Hochgebirge oder fahrt ihr viel im Winter und müsst vielleicht zu eurer Hauseinfahrt einen steilen Berg hochfahren, dann seid ihr hier mit dem Allradler 325iX am besten bedient, weil Allrad ist einfach unter ungünstigen Bedingungen einfach das Beste und ihr wisst, der BMW mit seinem Heckantrieb ist ziemlich giftig im Winter. Ich meine, ich persönlich habe meinen Spaß daran und kann damit auch umgehen, aber natürlich ist der 325iX in puncto Sicherheit unter diesen Bedingungen die beste Wahl. Ja, was ist denn eigentlich mit dem Thema Familienauto? An dieser Stelle möchte ich euch hier nochmal die Touring-Modelle ans Herz legen und zwar in jeder Motorisierung. Wenn es euch einfach nicht so sehr auf den Show-Faktor ankommt und ihr super gerne einen E30 fahren wollt, aber ihr habt eine Familie und ihr braucht vielleicht ein bisschen mehr Platz und ihr braucht einfach die Kombiform, dann seid ihr durchaus mit dem sehr eleganten Touring gut beraten. Die sind sehr günstig in der Anschaffung, in der Regel einiges unter dem Preis der Limousinen oder gar der Cabrios. Also das Touring-Modell ist einfach eine gute Wahl, wenn ihr eine Familie habt. Der allerletzte Punkt für den heutigen Tag richtet sich jetzt nochmal ein bisschen an die Spezies unter euch. Ich weiß, es gibt eine ganze Menge Leute, die gern am E30 schrauben und die einfach Spaß daran haben und die sich an diesen schönen Dingen des Lebens erfreuen und die einfach an dieser puren Mechanik so ihren Spaß haben. Und ich zähle auch dazu. Ich mag es einfach, an diesen alten Dingern zu schrauben. Und je weniger Technik, umso mehr Mechanik daran ist, umso besser ist es einfach für mich. Und auch da gibt es so einige Modelle, die uns ganz besonders viel Spaß bereiten. Ja, und genau an diesen Punkt kommen jetzt hier zum ersten Mal unsere M10
Vierzylindermodell zum Tragen. Wie ihr wisst, die Teile sind bisher in unseren Rankinglisten nicht ganz vorne aufgetaucht. Das liegt natürlich daran, dass die auch zum einen Vergaser haben, die sind ein bisschen älter, die verbrauchen vielleicht auch etwas mehr, aber trotzdem, es sind Vor-Facelift-Modelle und die sind sehr, sehr elegant. Sie sind nicht so teuer vom Preis, man kriegt sie noch günstig gekauft und es macht einfach Spaß, an den Teilen zu arbeiten. Ihr habt einen vollmechanischen Ventiltrieb mit Einstellschrauben, ihr könnt am Vergaser was machen. Und ja, ich persönlich kenne mich da so ein bisschen mit aus, also ich kann durchaus damit umgehen und muss mein Auto jetzt für solche Sachen nirgendwo hingeben. Und deswegen sind die einfach gut für diesen Bereich. Natürlich auch hier die 6-Zylinder Vor-Facelift, 320i, 323i, 325i Vor-Facelift. Das sind auch sehr, sehr schöne Modelle zum Schrauben und auch 320i. Auch der kleine 6-Zylinder ist ein schönes, elegantes Auto. Und ihr könnt unter Umständen, wenn ihr jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld zur Verfügung habt, gerade da auch schon in die 6-Zylinder-Liga einsteigen und ist ein super Auto auch zum Schrauben. Ja, und für alle, die vielleicht am Anfang dieser Videoreihe gedacht haben, als ich jetzt so diese Marktübersicht präsentiert habe, verdammte Scheiße, warum sind denn die E30 so teuer und warum soll ich hier 12.000 oder 15.000 Euro für so ein Auto ausgeben oder vielleicht sogar auch 8.000 Euro für einen 316i, denen sei gesagt, ja, die Teile sind so teuer, aber die sind sehr, sehr preisstabil und ihr macht nichts falsch. Ihr verbrennt einfach überhaupt kein Geld mit den Autos. Und auch wenn man an den Autos sehr, sehr viel schrauben kann, selbst ich würde sagen, gebt lieber am Anfang mehr Geld aus, also kauft kein Modell, was völlig verrottet ist irgendwie oder vielleicht der Motor platt ist, weil ihr müsst auch die Arbeitszeit rechnen und auch das Geld, die Ersatzteile, die ihr investieren müsst. Also wenn ihr jetzt einen 316i zum Beispiel kauft für 2.000 Euro, ihr kriegt den billig geschossen, dann rechnet damit, wenn ihr das Ding im Alltag benutzen wollt, jeden Tag zur Arbeit fahren müsst, dann braucht ihr ein zuverlässiges Auto. Und es macht einfach manchmal mehr Sinn, mehr Geld auszugeben. Also wie ich schon gesagt habe, 3.800 Euro wie in der Marktanalyse ist wirklich ein guter Wert und dann bekommt ihr wirklich ein gutes, zuverlässiges Auto ohne Rost. Darüber hinaus, natürlich gibt es immer Sachen, aber beachtet das einfach. Und es ist was anderes, wenn ihr ein Auto als Restaurationsobjekt kauft, da müsst ihr einfach investieren. Das ist ein Projekt und das ist auch ein Auto, was ihr nicht im Alltag fahrt. Also beachtet das einfach. Viele von euch werden sich jetzt natürlich fragen, ist es denn überhaupt noch verhältnismäßig, so viel Geld für so ein altes Auto auszugeben? Ich kann euch sagen, ja, es ist verhältnismäßig. Klar sind 10.000, 12.000 Euro viel Geld, und natürlich bekommt ihr auch für das Geld ungefähr ein neues Auto, aber schaut euch doch mal die Autos heutzutage an. Wollt ihr wirklich in so einem Haufen Plastik sitzen? Wollt ihr wirklich in so einem Haufen sitzen, wo ihr irgendwie überall billiges Plastik habt und diesen schrecklichen Geruch? Also ganz ehrlich, ich bin schon viele auch neue Autos gefahren und ich sage euch eins, ich war immer wieder froh, wenn ich in meinen E30 eingestiegen bin. Spätestens nach 10 Minuten weiß man wieder, warum man das hat. Ja, hier nur mal als kleines Beispiel. Was glaubt ihr denn, was kostet heutzutage so ein Golf oder von mir aus auch ein Kia Rio oder dieser von mir schon angesprochene BMW 2er Active Tourer? Ja, ihr würdet euch wundern, heutzutage bezahlt ihr tatsächlich für den Einstiegspreis ein Golf 7 20.090 Euro. Ja, das ist eine ganz schön heftige Sache und selbst für den Kompaktwagen Kia Rio, der irgendwie aus Korea kommt und natürlich bei weitem nicht das Verarbeitungsniveau habt, müsst ihr schon irgendwie 12.000 Euro wohlgemerkt für den Einstieg bezahlen. Und wenn ihr euch jetzt noch diesen 2er Active Tourer von BMW hier anschaut, der schlägt gerade mit 27.000 Euro zu Buche. Und wenn ihr euch das überlegt und dann auch noch ein bisschen weiter denkt, 5 Jahre vor, 10 Jahre vor, welchen Wertverlust habt ihr mit dem Auto? Und abgesehen davon bezweifle ich, dass diese Autos wesentlich älter als 10 Jahre alt wären. Auch die Motoren, die halten nicht mehr so lange. Mir kann keiner erzählen, dass diese Motoren noch die Laufleistung von einem E30 6-Zylinder erreichen. Und ich sag mal so, ich glaube einfach, 35 Jahre, so alt ist jetzt mein Auto, und nach 35 Jahren, sage ich mal, glaube ich, alle diese Autos, die enden schon irgendwie auf dem Friedhof oder einfach in einem großen Haufen voller Plastikmüll. Ja, in diesem Sinne, wir sehen uns später. Ich hoffe, euch hat diese Geschichte hier gefallen, auch wenn es verdammt lange gedauert hat. Mir war es einfach wichtig, hier komplex alle Informationen zusammenzutragen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, euer Phil.